Hallihallöchen, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Dawn of Zombies. Es geht weiter. Und zwar müssen wir die Antenne richtig einstellen. Aber erstmal kommen noch zwei Gegner. Gut, dass sie mich nicht infizieren können. Na, infektionsmäßig. Zum Einstellen antippen. Die Kabel verlaufen im Haus zur Funkanlage. Clever. Bitte melden. Test, Test. Laut und deutlich. Perfekt. Komm runter in den Keller. Wir müssen reden. Dreht sich und summt und versorgt die Antenne mit Strom. Das ist natürlich cool. Können wir immer noch irgendwas kaufen? Nee, immer noch nicht. Doch, das kann ich theoretisch kaufen. Was ist denn das eigentlich? Das ist ein Bogen. Das weiß ich. Aber das hier, was ist das? Du hast die Händlerpreisliste? Für dich gibt es keine Preislisten mehr. Traf ich nicht. Handeln? Für bessere Preise beim Händler. Ich hatte es mit dem Dings eigentlich verstanden. Habe ich irgendwas bekommen? Nee, doch eine Preisliste. Kannst du lesen. Die war nichts dafür. Hochwertiger Bogen. Ah doch, kleine Lefkowitz-Truhe. Na, dann nehmen wir die doch gleich mit. Ja, lass die mitnehmen, ist okay. Das habe ich nicht mehr, ist schon verkauft. Sonst noch was? Bogen habe ich ja, ne? Eigentlich. Öffnen. Da ist drin eine Hose. Oha. Da kann ich theoretisch... Das ist das Gleiche. Kann ich die in die Mülltonne schmeißen? Dann nehme ich die mit. Tja. Ist ein hochwertiger Bogen. Zwirn und Klebeband. Was ist das? Eins von. Ach, guck mal, das kann man teilen. Verstehe. Das ist eine Teilungsfunktion. Alles verstauen. Dann kann man das erstmal wegmachen. So. Wo ist der Zwirn? Da ist der Zwirn. Wir haben auch Tomaten, sag ich. Wir haben so viel Stuff. Ich weiß nicht, was ich alles machen soll. Wir können aber... naja, wird schon. In dem Baum kann man nichts mehr machen. Also will ich auch gar nichts mehr machen. Hier haben wir Gras, oder? Ja. Dafür mussten irgendwie 6 Dinger davon einsammeln, glaube ich, ne? Hagebutte. Der bleibt auf jeden Fall der. Provisorische Hammer vielleicht. Okay. Altmetall, ja, nice, okay. Nimm mit den Stuff. Die Bretter. Oh, hier geht's noch weiter. Oh, da oben ist ein Totenschädel. Vertrocknete Leiche. Das ist eine schwere Waffe. Die hat mal funktioniert. Bunkertür. Stimmen. Veto, 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 Veto. Lautsprecher. Lautsprecher bleibt stumm. Irgendwas stimmt nicht. Machen die irgendwas von mir kaputt oder sind die wirklich nur auf mich fixiert? Ich glaube, die sind nur auf mich fixiert, ne? Finde ich gut. Alles klar. Dann lass dich ein Stuff reinpacken. Oh, 1000 Dinger, die wir... Ach, guck mal, wir haben die Bänder zweimal. So. Wenn wir... Radieschen... Hagebutten müsste ich, glaube ich, auch schon haben. Packen wir die Dinger hier rein. Passt schon. Ah, die Ladezeiten sind nicht geil, nicht so geil, muss man sagen. Aber ich finde es ganz gut, dass man das einfach hier durchswitchen kann. Das gefällt mir. Gut, ich brauche mehr Kisten. Activities, Zeit bis Last Goods geht. Alles klar. Finde und sammle 6 Graser. Mache ich einen stehen Heim. Ein, Hein, Hein. Ein heißt das. Craften wir neue Sachen. Empfohlen Beet. Ja, ja, habe ich eh schon. Wir können neue... Ah, okay, wir können neues Zeug craften. Hm, sehe ich mal Inventar hier irgendwo? Da sehe ich's. Bandana ist fast kaputt. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles, ne? Brauchen wir ansonsten also erstmal nichts. Eine neue Waffe. Ich kann Wurfmesser craften. Mhm. Ansonsten noch eine neue Kiste, bitte. Auf den Boden legen können.
Die werden wir später einfach mal alles umsortieren oder verbessern und ausmerzen, was wir nicht mehr brauchen. Aber erst einmal gehen wir zu unserer Freundin. Hier ist glücklicherweise kein großartiger Ladescreen, das finde ich gut. Wie wär's denn du? Artefakt-Identifikator, okay. Lass erst einmal zu ihr gehen. Ich glaube, hier gibt es so viel Zeug, was man machen kann, alles. Ich wollte was mit dir besprechen. Das Artefakt, das Dieb vor seiner Verwandlung verschluckt hat, das wurmt mich schon die ganze Zeit. Ey, komm. Benutze die Funkalarm im Keller der Zuflucht. Jeder dreht ein Kurbel und drückt Taste, um eine Frequenz ihres Kontaktwanders zu erfassen. Gegenstände ins Lager geliefert. Okay. Begib dich zur alten Tankstelle. Das andere ist also erstmal zum Freischalten oder was? Muss ich reparieren? Ausrüstung zur Reparatur von Rüstung und Waffen. Uff. Entschlüsselungsplatz. Sharps alter Platz könnte nützlich sein. Kann nichts mehr machen. Und hier haben wir noch den Artefaktidentifikator. Ausrüstung zur Identifikation von Artefakten. Die Dinger haben wir auf jeden Fall schon mal. Die blauen Dinger, die Seile auch. Ist gut. Aber die Chips fehlen überall noch. Ach, guck mal. Der Beutel kann 8 Plätze fassen. Da ist schon 1 von 8 und hier ist 2 von 8. Das verstehe ich nicht. Und ich kann 8 verschiedene Tragedinger mitnehmen. Das kann auch sein. Gut. Nehmen wir mit. Haben wir nämlich die Quest abgeschlossen. Genauso wie wir das mitnehmen werden. Und die gedünsteten Dinger hier. Bringt uns das Erfahrung? Glaube nicht, ne? Glaube nicht. So, hier wird auch noch was gemacht. Das dauert auf jeden Fall noch eine Weile. Alles verstauen, was geht. Oh, wir haben noch eine, klar, wir haben noch eine Kiste gebaut, ist klar. Angeboten, die verbesserten Dinger, die 20er kommen hier rein. Die Verbände behalten, wir brauchen noch was zu essen, aber was essen haben wir dabei. So. Oh, Jule ist auch weg. Stelle her zwei leere Feldflaschen, alles klar. Okay. Aber wir haben eigentlich den leeren Hain als nächste Mission. Sollten wir nicht lieber den machen? Mal gucken. Da war ja nicht irgendwo noch der Keller. Du kennst den Weg zur alten Tankstelle, fülle aus, nimmst du mit dem Gemeinde auf und zieh los, um das abnorme Gebiet zu erkunden. Ja. Aber war ja nicht irgendwo ein Keller gewesen? Lagerhaus ist tödlich. Okay, jetzt brauche ich also nicht hingehen. Zum Waldrand? Hä, war aber echt doof. Zufall von Spieler Epoch ist gefährlich. Verbranntes Land ist gefährlich. Totensenke. Habe ich aber nicht letztens hier einen Keller gesehen gehabt? Verdammtes Zone, Zuflucht von Spieler. Ich möchte bitte keine PvP-Elemente hier haben. Mag ich nicht. Windschutz. Ne, scheinbar ist es weg. Kann sein, dass es aufgelöst ist. Also die Frage, gehen wir zum stillen Hain. Das ist ruhig. Wir kriegen Geweihrohr, Bretter und so weiter. Oder gehen wir zur Tank... Ne, das ist das hier zur Tankstelle. Wo ist er? Da ist er. Auch ruhig. Gegenstände für Händler. Seltene Ressourcen. Waffen, Zugdruck, Artefakt. Ne, lass es mal das hier machen, den stillen Hain. Laufen wir es mal dahin. Und gucken, was wir hier mitnehmen können. Ah, das ist ja die nächste Tagesmission gewesen. Es gibt viele Orte in den Territorien, wo du Gegenstände verloren sind, wenn du stirbst. Stirbst du in der Nähe dieses Zeichens, sind alle Gegenstände fort. Dieses Zeichen bedeutet, du kannst deine Gegenstände hier nach dem Tod mitnehmen. Diese Behälter zeigen, wo du auf der Weltkarte gestorben bist und deine Gegenstände abholen kannst. Okay, sollte hier also sterben, sind sie weg, die Gegenstände. Hm. So, sehr schön. Ist das PDA gewesen? Ja. Da hinstellen, Hein finden und vertöte drei Verbrannte. Verbannte. Ein Elch. Elch ist aber freundlich. Er ist nicht sofort auf Krawall, ja, er haut ab. Dann müsste ich theoretisch mit dem Bogen killen. Den habe ich jetzt dummerweise tatsächlich nicht dabei. Dann kriege ich auch das Geweih nicht. Was haben wir hier? Grashalm, sehr gut. Da ist noch ein Gegner. Noch ein Gegner, er hat mich schon gehört.
Der Sack. Ich habe Hunger. Oh. Dann werden wir noch was essen. Dann sollen wir die nächste Mission abgeschlossen? Drei Verbrannte töten. Ruhe dich aus, Energiesatz 99 übersteigen. Okay, das ist später. Beton ist nicht so wichtig. Ah, hier sind viele Gegner. Hier sind Wölfe auch noch. Leiche kann ich auch looten. Tagesding ist erledigt. 6 Grashalme mitnehmen. Und Greifer. Ah, ein bisschen schneller dagegen, ne? Hat er was Schönes dabei vielleicht? Was will ich hier eigentlich? Achso, seltene. Ja, okay, man kann hier seltene Artefakte finden. Alles klar, das sind. Weiß gar nicht, was da sein soll. Ja, Bonus plus 3 Tomatensamen will ich gar nicht. Die Samen brauche ich gerade nicht. Aber wir haben eine neue Stufe erreicht. Sehr schön. Und rechts sind super viele Gegner. Alles ist ein Mast. Da geht's hier rein. Schauen wir mal, was es da gibt. Da geht's auch in den Keller. Das ist unschön. Achso, hier. Hey, das ist einfach nur. Einfach nur kaputt. Schauen wir da. Alte Lumpen. Ja. Ich glaube, er braucht Hilfe. Früher lebte ich in einem Keller. Die Verbrannten sind dort eingebrochen. Ich glaube, ich soll ihm helfen, ha? Huh? Dann lass mal kurz. Ah, Heilung haben wir. Das ist okay. Aber was wegschmeißen müssen, dann passt das schon. Gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Regale. Oh, hier ist ziemlich viel Stuff drin, glaube ich, oder? Eine Vorkriegszeitschrift. Egal, killen wir erstmal die hier. Zwei Verbrannte sind hier nur drin. Das schaffst du nicht alleine? Udi, ich kenne was sagen, aber ich habe solchen Durst. Na dann trink doch. Trinke, trinke, trinke. Ich möchte nicht, dass du verdurstest. Haben wir da noch was? Nee, hier haben wir auch nichts. Den ganzen Abfall. Die ganze Gemüsekisten voll nervig. Ich will keinen. Keine Samen brauche ich aktuell. Oh, sehr schön. Haben wir dann schön Ofen. Das ist nichts, da ist nichts. Aber das Regal will ich noch durchsuchen. Was war hier? Haben wir mitgenommen, ne? Hier nochmal auch noch ein. Ne, da ist glaube ich noch ein Regal. Na, hier dieses Symbol. Nichts Nützliches gefunden. Gemüsekisten. Na, okay. Brauche ich eigentlich auch nicht. Ich kann das da mitnehmen und das da. Abfall. Hier ist noch Abfall. Sehr gut. Und das auch nochmal Gemüsekisten. Da ist schon wieder 100 Energie. Im Prinzip die nächste Mission abgeschlossen, oder? Verdammt, ich bin schon wieder voll. Mach den scheiß Samen weg hier. Aber das Rohfleisch essen sollte nicht roh gegessen werden. Ah, alles klar. Herstellungsmaterial. Kann ein Beet angebaut werden. Steuere die Produktion im Plumsklung. Ah ja. Alles klar. Okay, das heißt, wir haben ihm erstmal geholfen. Vielleicht mag er uns jetzt und kommt mit und beschützt uns oder so. Sind die Verbrannten erledigt? Unfassbar, dass ich gehen kann. Quest abgeschlossen, Gegenstände ins Lager geliefert. Sehr nice. Na, bin ich jetzt Freunde mit dir? Bin jetzt auch fremd mit dir. Er hilft mir trotzdem nicht. Voll assi von ihm. Mhm. Da ist ein Bäumelein. Was haben wir hier? Eine Hagebutte. Gras. Hier ist noch ein Elch. Komme ich immer noch nicht ran. Da ist noch eine Leiche. Habe ich die nicht durchsucht? Oh, nichts Nützliches dran, alles klar. Und mal den Mast, der ist egal, da ist noch ein Elch. Kann ich das mitnehmen? Ich finde es schade, dass die Map so klein ist. Dass wir die Minimap nicht größer machen können, weißt du? Altmetall, kann man mitnehmen. Uff. Okay, hier sind Tote ausgeblutet, als hätte irgendwer das ganze Blut ausgesaugt. Voll räudig. Ah ja, das waren die, wo die ganzen Gegner waren, alles klar. So, meine nächste Waffe ist auch bald kaputt. Kann also eine Waffe aus dem Inventar reinpacken. Freue ich mich richtig, dass ich Platz bekomme.
Ah, ich werde die Leichen nicht looten. Das lohnt sich tatsächlich überhaupt nicht. Das ist not worth, finde ich. So. Eine Kamera kann in gelben und roten Gefahrenzonen gefunden werden. Nehmen wir mit und das nehmen wir mal nutzen, wa? Einfach mal nutzen. Untersuchen wir die Leiche. Das ist aber nicht die Hundeleiche. Doch, ist die Hundeleiche. Untersuchen wir noch die Leiche, die vorher schon da lag. Das ist ein Zettel. Wie kann ich das aufmachen? So. Nehmen wir es mit Zeichnung. Kannst du untersuchen. Ich werde seit dem Lagerhaus verfolgt. Ich hätte dem Händler nicht glauben sollen. Einfache Sache. Haufenweise Artefakte. Da ist tot. Da ist nur der Tod. Ah, okay. Unter Händlern begehrt. Unter Händlern ist im Lagerhaus verfügbar. Artefakt. Okay, das kommt weg. Ich glaube, scheiß auf das Essen, oder? Vielleicht sieht es aus wie ausgequetscht. Kein Tropfen Blut mehr. Können wir in der Feuerstelle noch was verbessern, also verarbeiten? Oder geht das hier nicht? Tomatensuppe kann man schlürfen. Ist das Zeug einfach sehr egal. Verschwindet eh bald. Der Rucksack, jo. Die leeren Fässer kann man nichts mehr machen. Hier ist eine Spur, aber die bringt mich zu nichts. Okay, wir haben das Artefakt gefunden. Sehr nice. Mehr ist ja tatsächlich sonst nicht. Habe ich die Pilze noch? Die kann ich mal mitnehmen. Wir haben noch eine Kiste, die ich leider nur mit einer Provision und mit einer Axt kaputt machen kann. Nervt mich das. Bretter? Ja, kann man mitnehmen. Sehr schön. Immer noch ein Gegner. Das Zeug hätte ich trotzdem dabei gehabt, ne? Ich glaube, von denen hatte ich das dabei. Ah, das Fleisch habe ich da gelassen, alles klar. Pilze. Was noch der Elch, den brauche ich nicht. Und sonst, was ist das unten? Ach, Beton. Und hier? Paletten. Axt erfordere ich immer noch. Immer noch ein Rad. Zombie-Freak. Ach, das war ein Mensch gewesen, oder was? Interessant. War ja einfach ein Dude gewesen. Sehen wir uns mal das Gepäck an. Leider kann ich davon nichts mitnehmen. Aber ich bräuchte was davon. Zigaretten kann ich mitnehmen. Den Beutel, den kann ich leider nicht nochmal mitnehmen, scheinbar. Und die Tasche mit Beutel kann man auch nochmal separat angucken. Ah ja, haben wir ja was gefunden. Kam sogar noch ein Mensch dazu. Da war eine Giftfalle drin. Das ist doof. Bin noch vergiftet. Für 15 Sekunden. Das Gift verringert allmählich deine Gesundheit. Okay. Aber das überleben wir. Ist okay. Ich würde ja gerne nochmal hier zurückkommen, muss ich gestehen. Mit einer Axt nämlich. Hier gab es noch ziemlich viel Zeug, was hier rumliegt. Ja, wäre schon cool, wenn wir mehr Plätze hätten. Aber der stille Hain ist scheinbar endlos. Ja, okay, der ist endlos verfügbar, alles klar. Ich finde es auch gut, dass wir unterwegs keine Gegner treffen können. Gefällt mir. Und jetzt an der Tankstelle müssen wir als nächstes dann. Ah, finde ich gut, dass wir so viel Stuff gefunden haben. Ich sollte mich waschen. Bin ich radioaktiv? Okay, lass uns waschen. Wo sehe ich denn diesbezüglich was Negatives? Hätte er links oben sich zu waschen, tut gut. Okay. Aber sonst nichts Besonderes. Ah, nice, Leute, nice. Alles verstauen. Erstmal alles verstauen. Gucken, was wir alles verstauen können. Ah, so eine Autofunktion ist schon ganz geil. So eine Autoverstauen-Funktion. Das ist das Regal, glaube ich, noch gewesen. Ja, haben wir hier noch was? Jo. Und dann können wir den Rest hier reinpacken. Das Artefakt haben wir gefunden. Zigaretten, Lumpen. Dann war das auch noch voll gewesen wahrscheinlich. Und die auf. Ach, guck mal, kann man sortieren. Nice. Verbessern geht immer noch nicht. Außerdem brauche ich dann sowas hier noch. Was ist das? Betonstahl. Für eine Kiste, Leute. Für eine Kiste Betonstahl. Ich glaube, es hackt wohl. Hammer brauche ich auch nicht.
Habe ich die andere Waffe verloren schon? Oder was fehlt mir hier im Inventar? Egal, was haben wir hier? Gibt es eine Tankstelle? Alles klar. Wir haben noch was im Lager gehabt. Nägel, ausgekochter Verband, Belohnungstroh, ausgekochter Verband, alles klar. Ist da noch mehr im Lager? Nö, war. Ist wieder ein roter Punkt. Ein Plan, wofür? Oh, das ist auf jeden Fall weg. Gut, jetzt haben wir hier. Finde uns einmal 6 Grashämme, stelle einen Webstuhl her und ruhe dich aus. Erreiche das Ödland. Craft mal einen Webstuhl und 2 leere Flaschen. Ist die Quest nämlich erledigt? Und der Webstuhl war hier. Habe ich den nicht schon? Ja, habe ich noch nicht. Sehr gut. Ach, weil ich die verbesserten Bretter dafür brauchte. Alles klar. So, bauen wir. Und zwar packen wir die hier. Dahin. Mal gucken, was ich da machen kann. Auf jeden Fall. Können wir aus Gras Lumpen, aus Lumpen Faden, aus Faden Zwirren machen. Okay, also machen wir erstmal das Gras. Packen wir das Gras hier drin. Ach, guck mal. Ja, Lumpen werden hergestellt. Genau, machen wir das vom einfachsten bis zum anderen dann später. Hier haben wir noch mehr Gras. Das können wir alles hier reinpacken. Sehr schön. Wunderbar. Dann können wir 2 Missionen abgeben. Jo, Webstuhl und leere Feldflasche. Und dann haben wir nichts mehr. Du hast Tagesquest abgeschlossen, aktiviere. Und das sind nur die Tagesquests gewesen. Wir können das mit die Belohnung mitnehmen. Das hier ist verschlossen. Okay. Und dann schauen wir, was es hier gibt, wa? 3 Kisten haben wir davon. Die noch im Lager sind. Let's go. Öffnen. Okay, Nägel und verbesserte Bretter. Nochmal verbesserte Bretter. Du hast optische Extraseiten. Optische Extras im Kleiderschrank. Hübsch. Und Wurfmesser haben wir sogar bekommen. Und noch so ein... Oh, was haben wir hier alles bekommen? Gold? Ja, was haben wir alles bekommen zum Geier? Zum Schmiedern des Fahrrads ist bei der alten Tankstelle zu finden. Das Artefakt und ein Betonstahl. Das ist natürlich sehr praktisch. Betonstahl brauchen wir später. Erstmal zur ersten Kiste, dann ist es irgendwie einfacher. So. Ach, wir können durchswitchen, das ist natürlich auch cool. Wurfmesser kommen aus mehreren, alles verstauen. Die Bretter, alles verstauen. Wie weit ist noch was übrig? Bist. Muss ich mal aufpassen, dass er meine Waffe nicht ablegt. Betonstahl hatte ich glaube ich noch nicht. Nein, das war nicht gut. Nice, okay. Dann geht's leider ab nach. Leider. Jetzt ab nach unten, aber leider sind wir schon wieder am Ende der Mission angekommen. Wobei ich glaube, hier brauchte ich gar nichts. Die Mission ist ja eine andere aktuell. Ich könnte theoretisch jetzt nochmal dahin gehen, aber. Ich glaube, im stillen Hain sind wir schon ganz gut gewesen. So, wir brauchen 35 davon. 20 Betonstahl. Zahnräder. Zwirren, hochwertige. Ja, machen wir später mal. Brauchen wir gerade nicht. So, Quest, Belohnung, Erfahrung, Herausforderung haben wir noch. Ausdauerbelohnung. Ah, ich habe 16 Minuten gespielt, alles klar. Und Gegenstände. Mysteriöses Artefakt. Das Artefakt, das du bei diesem Gefangenen gefunden hast, glüht rötlich. Ein erfahrener Wandler könnte es vielleicht identifizieren. Okay. Lass die Kiste noch holen. Aufmachen, wieder alles reinpacken in die Kisten, weil ich habe wieder super viel neuen Stuff. Was kann ich mit dem Gold machen? Ich habe 345 Gold. Na gut, kann man sich halt für echt Geld kaufen, ne? Ich hoffe, wir werden es nicht brauchen. Müsste im Regal drin sein, das Zeug. Das blaue Tape, jo. Sehr nice. Cool, Leute. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen. Denn die Zeit ist schon wieder rum. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Dawn of Zombies. Ich mache kurz hier an der Stelle eine kleine Pause. Auch also ich vom Spielen her. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zusehen, Leute. Ciao, ciao.